zusammen YouTuber. Und da bin ich auch schon wieder. Jo, heute gibt es einen ganz speziellen Haul. Und zwar war ich beim Hagenbau und habe mir da jede Menge Stauden für meinen Vorgarten gekauft. Okay, dann zeige ich euch das. Mein Gott, schon Sprachstörung. Dann zeige ich euch das doch jetzt einfach mal. Gut, dann fangen wir doch mal. Also hier könnt ihr dann erstmal insgesamt sehen, sind also insgesamt 9 Stauden. Gut, dann fangen wir doch mal mit dieser hier an. Das ist ein Kaukasus-Gelbwurz. So, was haben wir denn da? Moment, muss ich die Brille aufsetzen, dann kann es weitergehen. Also, guter Frühlingsblüher für sonnige Lagen in humoser, frischer und nährstoffreichem Boden. Auch am Gehölzrand und Sträuchern geeignet. Jo, wie ihr seht, der blüht schon. Und das ist an sich, ich kenne den schon, das ist eine ganz gute Frühlingsblume. Den gab es gerade preiswert und zwar für 99 Cent. Okay, weiter geht's. Dann haben wir hier Bergenien. Und zwar habe ich in meinem Vorgarten relativ alte Bergenien stehen. Die sehen schon nicht mehr schön aus. Und die will ich jetzt eben mal austauschen hier. Oh, da kommt schon eine Blüte bei der einen. Ne? Könnt ihr ja mal gucken. So, die Bergenie. Diese äußerst genügsame Staude sollte in keinem Garten fehlen. Ihre Einsatzmöglichkeiten sind fast unbegrenzt. In einer Rabatte, als Unterpflanzung von Bäumen, im Steingarten oder sogar an Teichufern kommen sie mit nahezu allen Licht- und Bodenverhältnissen zurecht. Am schönsten aber ist sie im Frühling, wenn sich über den großen wintergrünen Blättern ihre mächtigen Blütentrauben erheben. Oh mein Gott, das ist so richtig poetisch ja geradezu. Okay, auf jeden Fall haben die mich gekostet 2,49. Gut, dann geht das hier jetzt mal mit den wirklich schicken weiter. Und zwar habe ich mir 3 Zwergschwertlinien geholt. Weiß, lila und gelb. Ja, da steht. Die kleinen Zwergschwertlinien sind die ersten aller Irisarten im Blumenjahr. In allen nur erdenklichen Farben entfalten diese lebenswerten Zwerge ab April ihre Blütenpracht. Sie eignen sich hervorragend für Steingärten und möchten dort in voller Sonne auf kalkhaltigen, durchlässigen, sandig-steinigen Boden stehen. Inmitten von Polstern der Gänsekresse, Schleifenblume, Blaukissen und Teppichflock setzen sie reizvolle Akzente. Na gut. Also ich habe sie nicht im Steingarten, sondern im Vorgarten, aber im Prinzip habe ich da schon 2 davon und die wachsen an sich ganz gut. Gut, achso, Kostenpunkt auch 2,49. Gut, dann geht das jetzt weiter mit der bunten Margarite hier. So. Diese schönen, langstieligen Margariten lassen sich sehr gut zum Schnitt verwenden. Neben rotfarbenen gibt es auch rosa Sorten. Ja gut, ich habe jetzt hier so eine rote, nehme ich mal an, obwohl man das vorher irgendwie immer nicht weiß. Ne? In ihrer Heimat im Kaukasus, in Armenien und im Iran findet man sie auf Bergwiesen. In unserem Garten bevorzugen sie einen gut durchlässigen und humusreichen Boden. Staunässe lieben sie gar nicht. Frühlingsmargariten, blau, Bergkornblumen, Nelkenwurz und Rittersporn passen sehr gut in die Pflanzengemeinschaft der bunten Margarite. Ja, gut. Also Bergkornblume, die habe ich auch haufenweise. Die tut es bei mir sehr gut. Den Rittersporn, der ist ja super schick mit den großen blauen Rispen. Der tut es bei mir leider überhaupt nicht. Da hatte ich bestimmt schon 10 Versuche, die alle leider gescheitert sind. Gut, dies ist ja auch die Preisgruppe 3, ne? Hier wie die anderen auch. Deswegen ist das also auch 2,49. Ja, hier oben raus, das seht ihr dann, ne? Blütezeit Mai, Juni, 70 cm, Standort Sonne. Diese Zwergschwertlilien haben Blütezeit April, Mai. Die sind nur 20 cm und Standort Sonne. So, bei den Bergenien haben wir Blütezeit April, Mai, 40 cm, Standort Sonne bis Halbschatten. Und
Ja, aha. Bei dem Gemswurz Standort Sonne. Ja, Blütezeit 4 bis 5 und Höhe 40 cm. Jo, gut, wir haben zwar S3, also die werden noch ein bisschen vorgetrieben sein, ne? Aber macht ja nichts. Gut, und jetzt kommen wir zum absoluten Star. Dieser Stauden hier, den musste ich einfach haben. Hier, ihr seht schon, Preisgruppe H, da wird schon, da wird schon heftiger, ne? Und zwar ist das eine Fritillaria persica. So. Und hier kommt also schon ein bisschen was raus von der guten Fritillaria. Es ist die persische Kaiserkrone. So, Blüte violett bis flaumenfarben, Stiele mit bis zu 30 Einzelblüten, Höhe 80 bis 100 cm. So, die hohen Blütenstiele, bestückt mit zahlreichen nickenden Glöckchen, ziehen die Blicke vor allem wegen der seltenen Blütenfarbe auf sich. Der Wuchs kräftig und aufrecht. Die Blätter lanzettförmig und grau-grün gestreift. Das Laub zieht im Juli ein. Daher sind sommertrockene Standorte ideal. Die Blätter vergilben lassen, damit die Kraft in die Zwiebel geht und die Blüte für das nächste Jahr gesichert ist. Sonnigen, sehr warmen Standort wählen. Der Boden sollte nährstoffreich und durchlässig sein. Na gut, wir werden das versuchen. Ne? Sieht ja echt totschick aus. So eine Farbe ist natürlich eher selten, ne? Bei Blumen. So, Pflaumenfarben eben. Ne? So, und jetzt kommt natürlich noch der Preis zu guter Letzt. Das war 7,99 €. Alles in allem haben mich diese Stauden also 26,41 € gekostet. Also ist nicht billig der Spaß. Okay. Jo. Das war ja relativ kurz und schmerzlos. Ich werde nachher noch dann in den Vorgarten ein bisschen pflanzen. Da werde ich aber wahrscheinlich nicht mitnehmen. Ich zeige euch dann genau. Ich zeige euch auf Twitter meine Fotos von dem Ergebnis. Ne? So machen wir das. Okay, würde ich sagen, das war's für heute und dann sage ich mal Tschüss und bis zum nächsten Mal.